Ja, es war schwer am Ende zu verteidigen. Leider kriegen wir diese 1-1. Der Schiedsrichter hat gesagt, das war eine harte Entscheidung, aber er konnte geben, er konnte nicht geben. Der Hausherr, der zum Zaungast wurde. Zwei umstrittene Entscheidungen des Unparteiischen ermöglichten nicht nur den Ausgleichstreffer für die Freiburger, sondern schickten auch gleich Cheftrainer Lucien Favre wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne. Ob diese ungewohnte Perspektive dem Schweizer eine neue Sicht auf die Dinge beschert hat, wird sich wohl noch zeigen. Und damit hallo und willkommen zu Sport Kompakt. Wie im DFB-Pokalspiel gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf musste sich die Borussia nun auch am 10. Bundesligaspieltag wieder kurz vor Abpfiff geschlagen geben. Das 1:1 Unentschieden gegen den SC Freiburg lieferte den Fohlen aber zumindest einen Punkt. Ärgerlich, denn die Favre-Elf hatte das Spiel über weite Strecken hinweg eigentlich im Griff. Wache Freiburger und im Abschluss scheiternde Borussen prägten die erste Halbzeit. Nach der Pause wurde es dann aber interessant. Nach einer Vorzeigeflanke von Oskar Wenk buxierte Igor De Camargo das Leger, Anschlussmann Oliver Baumann vorbei und brachte seinem Club die Führung. Die Gäste erhöhten das Pressing, doch die Fohlendefensive hielt. In der 76. Minute kam es dann dicke. Nach einem Foul an Oliver Sorg im Strafraum des Gastgebers wurde auf Elfmeter entschieden. Das Unvermeidbare geschah, Freiburg holte sich den Ausgleichstreffer. Zu guter Letzt, als das Spiel eigentlich schon gelaufen war, durfte Lucien Favre dann noch wegen Meckerns auf der Tribüne Platz nehmen. Man muss dann einfach auch sagen, wir wissen ja auch, dass Gladbach jetzt viele Spiele in den Beinen hat und dann am Mittwoch noch diesen Pokalfight. Wir wollten einfach versuchen, Gladbach zu bespielen, was dann nicht so einfach ist mit der Balance, weil sie natürlich dann gerne in die Kontersituation gehen und das auch sehr gut spielen können. Wir planen nicht tief zu bleiben. Ich denke, keine Trainer der Welt plant tief zu bleiben. Aber wir haben manchmal auch das gut gemacht, höher gespielt. Und wir haben einfach zu viel Ballverlust gehabt. Das ist einfach. Und wenn der Gegner erobern den Ball, du musst manchmal auch zurück. Da haben wir besser gespielt, wie gesagt, 20, 25 Minuten am Anfang der zweiten Halbzeit. Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass es nach einem kurzen Auf gleich wieder nach unten geht. Mit 13 Punkten steht die Borussia mit leichtem Stand auf dem 11. Tabellenplatz. Punktgleichstand prägt das Tabellenmittelfeld nach dem 10. Spieltag. Dies könnten die Schwarz-Weiß-Grünen nutzen, um mit einem Sieg gleich nach oben durchzustarten. Aber auch der Weg in Richtung Tabellenkeller steht so weit offen. Am Donnerstag trifft die Borussia im Euroleague-Rückspiel auf Olympique de Marseille und am Sonntag geht es dann gegen Aufsteiger Greuther Fürth. Kommen wir zum Eishockey. Auch die Krefeld-Pinguine hatten an diesem Wochenende nichts zu feiern. Nach der 2:3 Freitagsschlappe gegen Ingolstadt durften sich die Seidenstädter am Sonntag gleich noch einmal auf dem Eis vorführen lassen. Unsichere und müde Pinguine konnten den Gästen aus Straubing nur wenig entgegensetzen. Torschüsse endeten meist neben, oft am Torhüter. In der 28. Minute legten dann die Straubing Tigers mit dem 0:1 vor. Der Ausgleich durch die Schwarz-Gelben erfolgte dann 9 Minuten später. Doch dabei blieb es dann auch schon. Mit den Toren von Blaine Down und Laurent Meunier machten die Gäste aus Straubing dann den Sack zu. Damit blieb den Krefeld-Pinguinen nichts anderes übrig, als den 9. Tabellenplatz zu räumen und auf den 10. abzusteigen. Für die einen geht es in Richtung Tabellenkeller, für die anderen hoch hinaus. Denn am Wochenende zog es die Kite-Landboarding-Elite aus ganz Deutschland zum Segelflugplatz Bandlow. Vom Trend zum international anerkannten Wettbewerbssport. Das Kite-Landboarding hat mittlerweile auch am Niederrhein Wurzeln geschlagen. Mit der 6. deutschen Meisterschaft wurde es also wieder eng im Luftraum über dem Segelflugplatz Bandlow. Mit einer Lenkmatte und einem All-Terrain-Board jagten die Extremsportler in den Disziplinen Freestyle und Race den Punkten hinterher. Trotz einer starken Konkurrenz konnte der Mönchengladbacher Emanuel Norman in diesem Jahr endlich den Vizemeistertitel im Freestyle ablegen und sich als neuen deutschen Meister feiern lassen. Auch in der Disziplin Race konnte der 20-Jährige trumpfen. Nach Pascal Lohmann aus Aachen wurde der in Wanlow trainierende Emanuel Norman Vizemeister. Zu diesem Erfolg gratuliert Cityvision natürlich dem frisch gebackenen Meister. Das war der Sport am Montag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.